Aber spürst du, wenn es Zeit ist, achtsam zu sein? Spürst du, wenn du intuitiv meditieren solltest? Oder dieses Intuitive, dieses Körperbewusstsein, wie stark ist es ausgeprägt? Gerne habe ich hier die Fragen von euch erhalten. Es geht um das Thema Achtsamkeit und gerne gebe ich hier meinen Senf dazu, was ich da für eine Meinung habe, warum Achtsamkeit eigentlich der Schlüssel fürs Leben ist, wo ich persönlich viele, viele positive Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Und ich wünschte mir, es gäbe ein Schulfach mit Achtsamkeit, weil wir, wenn wir so ein bisschen die alten Traditionen mal angucken, da hat es immer wieder diese Intuition und Achtsamkeit drin, das Ruhigwerden, in der Ruhe liegt die Kraft. Dieses Meditative, das ist unfassbar wichtig. Ja, wir haben irgendwann aber gelernt, wir müssen uns behaupten, wir brauchen viel Wissen, das ist auch sehr wertvoll. Also wer weiß, dass er viel weiß, weiß plötzlich, dass er nichts weiß. Und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und Wissen ist Macht, gebe ich allen recht, weil wenn ich was weiß, kann ich gewisse Dinge optimieren. Und wenn ich nicht weiß, dass es die neuen KI-Tools gibt, also die künstliche Intelligenz-Tools, wo ich vieles automatisieren kann. Wenn ich das nicht weiß, dann mache ich mein Leben nach wie vor sehr schwer. Wenn ein Bauer nicht weiß, dass es unterdessen Traktoren gibt, die das Feld schon fast von selbst kehren, wenden, dann bin ich immer noch handmade unterwegs und das hilft mir natürlich enorm. Also Wissen ist sehr, sehr wichtig. Doch wie ist Wissen entstanden? In der Achtsamkeit. Wenn wir innerlich ruhig werden, dann haben wir plötzlich intuitive Eingebungen und wir haben Ideen und Lösungen für vielleicht Probleme, die wir so mit dem Verstand nicht gefunden hätten. Also ich komme aus der Beta-Welle, der Verstandeswelle, tauche ein in die Entspannung, in die Alpha-Welle und habe Zugang zu ganz anderen Welten. Und das kann ich doch nutzen für mein Leben und deshalb jetzt deine Antworten auf deine Fragen, die mich erreicht haben. Und schreibe auch du mir deine Fragen in die Kommentare rein oder allenfalls auf die info@brunoerni.com Mailadresse. Also, jenseits der Logik ist das Thema und Achtsamkeit natürlich gehört absolut dazu. Die erste Frage hier, die bei mir gelandet ist, was versteht man unter Achtsamkeit? Achtsamkeit, was versteht man darunter? Achtsam mit sich selber sein bedeutet ja, einen Weg zu gehen, ohne sich zu verletzen. Ich bin achtsam mit mir und weiß, mein Körper ist ein Tempel. Und ich muss ihm Sorge tragen. Ich habe die Möglichkeit, ein gewisses Alter zu erreichen, durchschnittlich 86 Jahre, 84, 86 Jahre. Da muss ich achtsam mit meinem Körper vorangehen. Das heißt, erkennen, wenn ich in den roten Bereich komme. In den roten Bereich kann ich körperlich kommen. Ich kann mich zu überanstrengen. Ich kann Schmerzen ignorieren. Ich kann hier Raubbau betreiben, wenn ich meinen Körper nicht richtig in die Ernährung begebe, ihn nicht genügend bewege. Ich glaube, eine der größten Krankheiten, die es gibt, ist Bewegungsmangel. Wir sitzen alle hier vor dem Laptop oder am Handy, wie du, und bewegen uns nicht mehr. Und das ist wirklich, hat sich ein bisschen verändert. Achtsam bedeutet aber auch, meine Seele zu schauen, dass der Seele gut geht, dem Geistigen. Das geistige Prinzip ist wichtig, dass ich einen ruhigen Kopf habe. Wenn ich nämlich da mir zu viele Gedanken mache, zu viele Gedanken bedeutet zu viele Emotionen. Zu viele Emotionen bedeutet, ich bekomme einen glühenden Kopf, Gefühle werden groß. Zu viele Gefühle bedeutet, unkontrolliert vielleicht Trauer, Angst zu haben. Das wiederum spiegelt auf den Körper und ich bin nicht achtsam genug, das zu erkennen. Ich spüre es nicht, ich ignoriere es und das macht allenfalls krank. Achtsamkeit bedeutet also, dem Körper Raum zu geben, mit Bewegung, Ernährung, Zwicken am Körper wahrzunehmen. Ich weiß, du spürst, wenn du aufs Klo musst. Ich weiß, du spürst, wenn du Hunger hast. Das sind nur zwei Körpersignale, aber spürst du auch, wenn du schlafen gehen sollst? Wahrscheinlich schon. Jetzt gibt es Rituale, die du einbauen kannst. Spürst du auch die Müdigkeit vermutlich, gell? Aber spürst du, wenn es Zeit ist, achtsam zu sein? Spürst du, wenn du intuitiv meditieren solltest? Oder dieses Intuitive, dieses Körperbewusstsein, wie stark ist es ausgeprägt? Und wenn das verschlummert, wie wir in der heutigen Ablenkungssituation haben mit den Handys und Internet und so,
dann ist es umso wichtiger, uns bewusste Zeiten der Achtsamkeit zu schenken, um eben ganz aktiv wieder diese Achtsamkeit zu fühlen. Ja, und auch das Geistige, Seelische und Körperliche, diese drei Dinge dürfen im Einklang sein und das kommt eben in der Achtsamkeit in den Einklang. Sehr gut. Zweite Frage, wie kann Achtsamkeit unseren Alltag positiv beeinflussen? Ich bin fest überzeugt, dass wenn wir achtsam durchs Leben gehen, wir Impulse aus dem Leben wie als Geschenk erhaschen. Manchmal hast du doch einen Plan und du versuchst diesen Plan um jeden Willen umzusetzen, aber es geht nicht. Es kommt was in die Quere, du bist müde, es leert dir, kippt dir was aus, du musst dich wieder um ganz andere Dinge kümmern, als hätte ein Engel im Hintergrund dir gesagt, lass es, lass los. Und wenn du achtsam bist, dann hörst du diese Momente und das finde ich eben dann so schön, die Sprache der Seele zu verstehen, die Sprache des Universums zu verstehen, die Sprache des Herzens zu verstehen. Also horche immer wieder in dich hinein, denn das Gefühl in dir weist dir ja den Weg. Und es ist so, so cool und wertvoll, dass wenn du entspannt bist, plötzlich diese Gefühle in dir wieder wach werden. Sie sind plötzlich wieder da und das kann man nicht wegknipsen. Aber wenn dein Verstand zu aktiv ist, dann braucht es einfach mehr Raum, um eben sich wieder zu fühlen. Also, wie kannst du Achtsamkeit in deinem Tag, wie kann das dich positiv beeinflussen? Indem du eben ruhig wirst, auch unter dem Tag Pausen machst. Wenn du eine Kaffeepause machst, dann schließ doch kurz die Augen, fühl in die Füße hinein und spür dich kurz. Wenn du auf dem Klo bist, hast du mehrere Möglichkeiten. Nimmst dein Handy mit und scrollst da durch. Oder du sagst, ich gebe meinem Körper kurz Raum und Zeit, um zu entspannen und meinen Intuitionen Impulse zu geben, meine Gedanken zu sortieren, zu verarbeiten. Wenn ich an der Bushaltestelle, an der Metrohaltestelle stehe und warte, kann ich mich ablenken geistig oder mich kurz einfach in mich hineinfühlen, achtsam mich wahrzunehmen. Und das wünsche ich mir für dich, dass du eben wieder Momente unter dem Tag nimmst, um dich bewusst achtsam wahrzunehmen. Welche einfachen Übungen können wir in unseren Alltag integrieren, um achtsamer zu sein? Ja, da haben wir jetzt schon Beispiele genannt. Wenn du beim Tanken bist, natürlich auch, kannst du alles anschauen, das ist auch gut, gell? Oder du kannst einfach kurz innehalten, in die Füße gehen, spür deine Atmung. In anderen Videos habe ich schon gesagt, die 4-6 Atmung ist etwas wundervoll Einfaches, um ruhig zu werden. 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Geht für 90% der Menschen. Fühl dein eigenes Tempo beim Atmen, es macht dich aber entspannt. Spür jetzt mal mit geschlossenen Augen in die Füße. Das macht was mit dir. Du kommst hier an. Also das ist schon Achtsamkeit. Du nimmst jetzt durch das Ruhigwerden wahr. Und jetzt gibst du deinem Körper die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Das ist die Achtsamkeit. Spazieren, wandern, in der Natur sich bewegen, die Natur beobachten. Das ist ein wundervolles Tool, um einfach auch Gedanken ruhig zu machen. Im Endeffekt geht es immer ums Gleiche, Gedanken ruhig machen. 50, 60, 70.000 Gedanken jeden Tag, 20, 25 Millionen Gedanken jedes Jahr, 95% deiner Gedanken sind gleich wie gestern, also mach mal deine Gedanken, man sagt in der Businesswelt, deine inneren Affen ruhig, weil es einfach nicht nötig ist, so viel zu denken. Achtsamkeit bedeutet, Gedanken zu beobachten. Wie Autos, die im Straßenverkehr fahren, kannst du deine Gedanken nicht bewerten, beobachten. Es denkt durch dich. Und so kommst du plötzlich in einen ganz entspannten Modus. Also Achtsamkeit, sehr, sehr wertvoll. Wie sind die wissenschaftlichen Grundlagen der Achtsamkeit? Da wüsste ich natürlich nicht alle Studien auswendig. Schau mal in meinen Büchern, habe ich drin recherchiert über all diese Themen. Ich weiß, es macht die Vitalität, es macht gesund, es gibt die gewissen Hormone, die es eben braucht, um gesund zu sein. Du kannst besser schlafen, du bist weniger gestresst und so weiter. Also wissenschaftlich bewiesen, Achtsamkeit, Meditation ist gesund und fördert hier ganz klar die Selbstheilung.
Wie kann Achtsamkeit bei Stressbewältigung helfen? Ja, ganz klar, indem du von der hektischen Außenwelt in die ruhige Innenwelt kommst. Das heißt, der Fokus wird verändert vom hektischen Außen ins Innen. Das wiederum kannst du machen, indem du schnell umhergehst im Raum, immer langsamer wirst, immer ruhiger wirst, dich dann auf dich konzentrierst, auf deinen Atem, Augen schließt, dich wahrnehmen. Und so kommst du in die Ruhe. Und es gibt hier eine Übung, die ich noch gerne ergänzen möchte aus dem autogenen Training. Du kannst die Augen schließen, in die Füße fühlen, dann in die Beine, ins Gesäß, in den Bauch, in die Arme, Hals, Kopf. Kannst du wie durchfühlen, gib jedem Teil einen gewissen Raum und Moment und sage dem Teil, auf den du dich fokussierst, zum Beispiel die Füße, spüre in die Füße hinein, nimm die Füße wahr und sag deinen Füßen, ihr seid ganz entspannt, gesund, ganz entspannt und gesund. Das reicht dann schon, ja? Ich fühle mich wohlig warm, kannst du auch sagen. Dann kannst du von den Beinen her hochgehen. Ich habe das mit etwa 20, 25 Jahren begonnen zu machen, das autogene Training. Und das geht dann auch immer schneller. Da war ich dann im Militär. Und um einzuschlafen, legte ich mich hin, spürte in die Füße und zack, scannte mich von unten her und wack. Also das Ganze ist total beschleunigen, habe ich da im Militär oft versucht und es war ganz spannend, das ein bisschen wahrzunehmen. Also kannst du dich selber wahrnehmen, in die Entspannung führen, das lohnt sich sehr, weil da einfach dein Geist ruhig wird. Welche Rolle spielt die Atmung in der Achtsamkeit? Das haben wir schon gesagt, es entspannt, es macht die Gehirnfrequenz ruhig von der Beta-Welle in die Alpha-Welle, dass du eben dein inneres Gefühl wieder wahrnimmst. Wie können wir achtsam in unserer Beziehung finden? Wie können wir Achtsamkeit in unserer Beziehung finden? Ich denke, was wir in Beziehungen mitnehmen können mit Achtsamkeit ist, wenn ich innerlich ruhig bin, dann kann auch in einer stürmischen Beziehung zum Beispiel eine Unruhe herrschen. Ich bin der ruhige Pol. Wenn ich aber gestresst nach Hause komme und zu Hause ist schon Chaos, dann ist meist wahrscheinlich zu wenig Achtsamkeit da. Viele machen Sport für den Ausgleich, Yoga, Meditation oder eine Energieübung. Ich lade dich ein, einfach in die Atmung zu gehen. Vielleicht machst du vorher einen Spaziergang. Für dein Nervensystem ist das unfassbar wertvoll, denn das Nervensystem ist im Prinzip dann wie die Seeoberfläche, ist sie ruhig oder unruhig. Und wenn du innerlich unruhig bist, ist es wie die Seeoberfläche eines Bergsees, die unruhig wird. Geh in die Achtsamkeit und der Bergsee wird ruhig. Worte ist das eine, ausprobieren das andere und das wünsche ich mir für dich, dass du hier den Raum und Zeit hast, mal in die Achtsamkeit zu gehen. Das einige Impulse zu euren Fragen. Ich freue mich auf das nächste Video. Ciao, ciao.